Servus und hallo zu einem neuen Video mit mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir uns zusammen die FC 5500 von Wagner anschauen. Hier steht sie schon oder liegt sie schon original verpackt im Karton. Die habe ich jetzt ganz neu. Damit möchte ich jetzt in Zukunft kleinere Projekte machen. Und heute möchte ich zusammen mit euch das Ganze mal auspacken und dann in Betrieb nehmen. Schauen, wie das Ganze funktioniert, euch mal alle Teile erklären. Und ich würde sagen, nach dem Intro seid ihr bei mir genau richtig, falls ihr wissen wollt, wie die Wagner FC 5500 funktioniert. Bis gleich! So, herzlich willkommen zurück. Jetzt legen wir los. Wenn ihr euch das Video anschaut, habt ihr euch wahrscheinlich eine Wagner FC 5500 gekauft oder ihr überlegt euch eine zu kaufen. Für mich ist sie Ergänzung zu der FC 3500, die ich schon habe, die ja quasi den Ventilator, den Motor direkt am Handteil auch dran hat. Hier ist das Ganze quasi entkoppelt, man sieht es hier auf dem Bild. Man hat ein Handteil, das Frontend mit dem Materialbecher und dann über einen Schlauch wird die Luft vom Gerät gefördert. Das ist ein HVLP, XVLP Gerät, High Volume, Low Pressure. Und es wird also mit wenig Druck gearbeitet und mit viel Luft, im Gegensatz zum Airless-Verfahren, wo komplett ohne Luft gearbeitet wird, quasi nur ein hoher Druck aufgebaut wird von einem Kolben. So, also starten wir jetzt mal. Machen wir mal die Folie hier weg. Und dann schauen wir mal, was im Karton drin ist. Für mich ist es auch das erste Mal. Ich habe es auch noch nicht ausgepackt bisher. Hab damit extra gewartet, bis ich es mit euch zusammen auspacke, das Gerät. So. Folie schon mal wegmachen. Jetzt machen wir das Ganze mal auf und ich würde vorschlagen, zum Aufmachen kommt hier einfach etwas näher. Dann fangen wir mal an, machen den Karton auf. Da sieht man jetzt hier schon die Erklärung, einmal ein Bild, wie damit gearbeitet werden soll und einmal hier die verschiedenen Frontends, die es gibt. Es gibt da drei verschiedene Sprühaufsätze, eine für Wandfarbe, einmal der Standardadapter, der auch schon dabei ist, oder Standardfrontend, der dabei ist, und einmal eins, das nennt sich Feinspray, das ist eher für Lasuren. So, das Ganze ist hier gut verpackt durch ein Verpackungsmaterial. Also, holen wir einfach mal eins nach dem anderen raus. Als erstes ist mir hier das Frontend entgegengekommen. Stellen wir das einfach mal jetzt hier hin. Und dann haben wir hier mehrere Kartonfaltteile. Aha, hier verbirgt sich auch noch einiges. Hier haben wir die, jetzt kommen wir zur Seite. Hier haben wir die Bedienungsanleitung und Filter, Düsendichtung, Bürsten. Genau, alles hier drin. Und hier ist noch mehr Faltkarton, um das Ganze zu sichern. Und da haben wir auch schon das Gerät. Vielleicht muss ich aber auch erst das rausholen. Schaut so aus. Schauen wir mal, was hier drin ist. So. Hier ist, glaube ich, eine. Hier ist der Schlauch. Also hier ist der Schlauch. So, packen wir auch mal hier auf die Seite. Oder packen wir es mal hier drunter. So, muss alles mal kurz zur Seite. Und jetzt kommt das Gerät auch schon raus. So. Ich packe jetzt mal alles hier auf den Tisch. Oder ich packe mal hier mal eins nach dem anderen aus. So. Da
Das ist das Hauptgerät. Aha. So, mal die Folie zur Seite. So. Das Hauptgerät mit Netzstecker. Das Frontend können wir auch gerade mal auspacken. Das sieht jetzt auch leicht verändert aus im Vergleich zur FC3500. Das ist etwas anders, aber ich habe verstanden, dass die beiden Sachen zueinander kompatibel sein sollen. So. Und was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir nur noch den Schlauch. So, packen wir alles mal hier hin, wechseln die Perspektive und machen gleich weiter. Jetzt haben wir hier alles liegen. Fangen wir doch am besten mal, ich sortiere hier mal wieder ein bisschen, fangen wir am besten mal hier mit der Bedienungsanleitung an, was wir da hier drin haben, was sich hier verbirgt. Also wir haben hier zwei verschiedene Filter und eine Düsendichtung. Ähnlicher Lieferumfang ist auch bei der FC3500. Und hier haben wir jetzt noch einige Bürsten verschiedenster Art und auch hier etwas Vaseline und hier, genau, hier die Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen. Genau. So. Das Frontend. Ich habe ja den Vergleich zur FC3500. Da ist im Vergleich dieser Becher hier etwas anders. Der sieht irgendwie anders aus, ist aber auch ein 1-Liter Becher. Und ansonsten ist das Ganze, habe ich mir sagen lassen, das hat einfach weniger Teile. Das ganze Frontend hat einfach weniger Teile. Hier kommt der Filter drauf. Man hat hier zwei verschiedene Filter, einmal einen roten, einmal einen weißen, je nachdem, was man verarbeitet. Ich denke, hier wäre wahrscheinlich der weiße Filter der richtige. Genau, das Ganze kann man hier auch rausnehmen zum Reinigen. Also alles sehr ähnlich wie bei der FC3500. Dieses Video würde ich euch übrigens auch verlinken, einfach hier oben, weil dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. So, wir schauen uns das Ganze gleich nochmal von nahem an, aber so viel soll es mal gewesen sein. Hier vorne gibt es diverse Einstellmöglichkeiten, aber die schauen wir uns später im Genauen an. Schrauben wir das wieder da drauf. So, dann kommen wir jetzt zu dem großen Teil oder zum großen Hauptteil der Maschine. Hier sieht man auch schon hier wie so eine Halterung oder ein Platz. Hier ist der Platz für den Becher, wenn ich mich recht. Naja, so gehört er hier hin. Und dann hat man den während des Transports hier gelagert. Genau, so. Das können wir hier schon mal aufmachen. Hier ist das Kabel von Werk zusammengemacht. Und können uns das Ganze mal hier nochmal näher anschauen. Also hier sehen wir zwei Klappen. Hier ist eine Klappe und auch auf der anderen Seite. Und hier sind die Luftfilter versteckt. Also das kann man dann aufmachen und hat hier jeweils dahinter einen Luftfilter. Und wenn der verstopft ist oder voll mit Staub ist, dann muss man den wechseln oder frei machen. Hier gibt es noch so eine Klappe. Ich glaube, die nennen das Werkzeugklappe. Hier kann man diverses Werkzeug verstauen, wie zum Beispiel solche Bürsten. Die kann man hier gerade mal hier reinmachen oder auch das andere Zubehör, was dabei war, Dichtung, Filter. Kann man alles hier reinmachen und verstauen. Jetzt haben wir hier noch ein paar Bürsten und Pinsel, kleine Pinsel. Das kann man alles mal hier reinpacken
So hat man es immer mit dabei. Hier vorne ist der Ein- und Ausknopf und der Anschluss für den Schlauch. Und hier hat man noch eine Anzeige, die zeigt, ob die Filter verstopft sind oder nicht. Genau. Ich würde vorschlagen, als nächstes schnappe ich mir mal den Schlauch. Den haben wir hier. Und der hat hier solche... Ich nehme mal die Dose weg. Oder das Frontend. Und die Anleitung können wir auch mal wegpacken. Der Schlauch hat hier praktischerweise solche Klettbänder, mit denen man das Ganze zusammen machen kann für den Transport. Die machen wir jetzt mal weg, packen sie auch weg und dann haben wir jetzt hier quasi das Schlauch mit dem Anschluss an das Frontend. Jetzt entzwirbeln wir uns mal den Schlauch und machen den dann hier vorne dran. Das Ganze hat hier auch solche Kontakte. Also hier sieht man es, also der Strom quasi geht hier durch und die Luft. So, und das Ganze können wir jetzt hier reinstecken. So, jetzt ist das fest. Und lassen wir das Ganze mal hier auf den Boden baumeln. Manchmal entzwirbeln wir mal das Ganze. Das Ganze ist durch das Zusammenmachen relativ verdreht. Das können wir nochmal entdrehen und dann können wir es hier hinlegen. Hier ist das Frontend oder der Adapter zum Frontend. Das ist hier quasi der Griff, ein Pistolengriff. Der hat hier dann einen Abzug. Und hier hinten ist eine Einstellungsmöglichkeit für die Luft, die da durchkommt. Mehr und weniger Luft. Jetzt kommt der spannende Moment, das Ganze miteinander zu paaren. Also quasi der Pistolengriff hier an das Frontend dran zu paaren. Das ist wie so ein Bajonettverschluss. Das kann man hier so reinmachen und dann drehen. Das habe ich, glaube ich, nicht richtig gehabt. In welche Richtung gehört es? Ja. So, jetzt ist es richtig. Und dann rastet das hier auch ein. Das ist hier einfach eine Verschlussmöglichkeit, damit das Ganze hier sitzt. Das macht man hier so auf und kriegt es dann auch wieder raus. Und hier ist dann quasi eine Sicherung, quasi ein Widerhaken, damit das Ganze auch zusammenbleibt und nicht einfach aufgeht. Man hat hier dann auch beim Abdrücken zwei Möglichkeiten. Das erste, hört ihr vielleicht auf das Klacken, ist nur Luft und beim zweiten wird auch Material durchgelassen. Man stellt dann hier, an diesem Drehrad stellt man dann ein, wie viel Material kommen soll und so viel lässt sich dann der Abzug auch drücken. Also wenn wir hier dann quasi auf 1 stellen nur das Material, lässt sich der Abzug danach fast gar nicht mehr weiter drücken. Und falls wir das Ganze jetzt hier auf das Maximale ist 12 stellen, dann lässt es sich hier ganz durchdrücken. Also das hier ist Maximum 12 Materialmenge oder Einstellung Materialmenge 12 und hier ist 1. Mehr geht nicht. Also man sieht, es ist ein deutlicher Unterschied. Also nochmal zur Erklärung, hier hinten stellt man die Luft ein, wie viel Luft soll kommen oder soll die Maschine fördern und wie viel Material soll quasi abgegeben werden oder ja, wie viel Material soll abgegeben werden, wie weit soll die Nadel öffnen. Genau. So. Tja, dann, was wollen wir uns hier noch anschauen? So sieht das Ganze dann aus im Betrieb, oder im vollen Aufbau. Dann kann man das Ganze
mal in die Steckdose stecken. Ist jetzt ja gerade auch leer. Weil wir können ja mal hören, wie sich das Ganze anhört. Das Ganze hört sich ja an wie ein Staubsauger, ist im Endeffekt ja auch ganz, ganz grob gesprochen ein umgedrehter Staubsauger. Das heißt, die Luft wird nicht angesaugt, sondern sie wird abgegeben. Die Rotoren drehen in die andere Richtung und dann wird Luft gefördert. Ihr habt auch gerade gemerkt, ich habe am Luftrad gedreht und entsprechend hat die Turbine höher oder weniger gearbeitet und hat dann auch mehr oder weniger Luft gefördert. Hier der Strahl war entweder intensiver oder schwächer. Genau. Jetzt würde ich vorschlagen, hole ich euch wieder nahe dran und wir schauen uns mal die einzelnen Teile hier des Frontends an. Das muss man vor allem, oder ist auch vor allem wichtig, nach dem Reinigen das Ganze wieder richtig zusammenzubauen. So, damit wir uns das besser anschauen können, machen wir uns jetzt hier den Pistolengriff weg. Einmal entsichern und dann können wir das abdrehen und legen es mal zur Seite. Und dann können wir das Ganze hier mal näher anschauen. Also hier der Abzug, wie gehabt, hier ein Luftrohr, auch das kann sein, dass man es mal reinigen muss und hier quasi die Stelle, wo das Material austritt. Man kann das Ganze jetzt hier hochkant, wie es jetzt ist, machen, dass man hochkant sprüht, also quasi macht, dann wird man eine waagerechte Linie sprühen, eine waagerecht dicke Linie, oder man stellt das Ganze hochkant jetzt ein und arbeitet dann ganz normal, wie man es kennt, von oben nach unten senkrecht. Man kann dann auch hier einstellen, ob es ein breiter Strahl sein soll oder ein schmaler Strahl. Die Materialmenge, das hatte ich ja hier bereits erklärt. Machen wir das Ganze hier mal auf volle Kanone, da kann man den Abzug natürlich auch mehr ziehen. So, zum Putzen wollen wir das Ganze hier natürlich zerlegen. Jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Machen wir es in die senkrechte Stellung und dann lässt sich, hier sind hier solche Nasen, die dieses Teil hier festhalten. Können wir das wegmachen. Dann ist hier etwas draufgedreht. Können wir auch so wegmachen. Dann haben wir hier noch dieses Teil, wo die Nadel quasi öffnet und schließt hier drin. Das hier sind solche Stellen, an denen man das jetzt da raushebeln kann. Legen wir uns mal dafür dahin. So. So. Der Rest geht von Hand. So, dann sehen wir dieses Teil. Hier drin ist auch die Düsendichtung, von der ich vorhin gesprochen habe, die wir als Ersatzteil auch dabei haben. Das ist also ganz wichtig, dass die hier auch an dieser Stelle ist, sonst läuft viel von der Farbe über. Also die immer kontrollieren, dass die hier auch ist. Und dann sehen wir hier drin die Nadel und wie diese arbeitet. Genau, so sieht das Ganze aus. Hier, wenn man das mal putzen muss, den Luftschlauch, den macht man hier so weg. Und hier kann man ihn dann, mal schauen, ob man das jetzt dreht oder zieht. Also das Ganze kann man hier drehen. Da ist ein Gewinde, mal das zu fassen kriegen. So. Und dann lässt sich das Ganze hier abdrehen. Und dann ist hier auch noch etwas drin. Das Ganze ist auch hier dann erklärt, in welcher Reihenfolge man das wieder reinmachen soll. Das Ganze hat hier eine Reihenfolge. Man
muss das jetzt hier drauf machen und dann das Ganze dann hier wieder verschrauben. So. So, jetzt macht man den Schlauch wieder da drauf. So, genau. Jetzt bauen wir das Ganze wieder hier rückwärts zusammen. Hier sind auch solche Führungen. An denen passt sich das ein. Und dann drückt man es hier zusammen und schon ist es drin. Dann das hier drauf drehen. Und dann klipsen wir das wieder drauf und dann haben wir das Ganze wieder vollständig. All diese Sachen können wir dann mit den beigelieferten Bürsten putzen. Hier mit kann man, also mit dem mitgelieferten mitgelieferten Fett kann man hier das Ganze einmal einfetten, damit es dann leichter von der Hand geht, wenn man das rein und raus macht, quasi den Pistolengriff. Das soll's mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck oder einen guten ersten Eindruck über die neue Wagner FC 5500 bekommen. Ich werde jetzt damit arbeiten, mit dieser Maschine. Ich werde mit den Fliesenspiegeln der Küche lackieren. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, weil dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Ich würde euch jetzt an dieser Stelle auch mal, sobald es online ist, das Video mit dem Fliesenspiegel lackieren mit der FC 5500 verlinken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wenn es euch nicht gefallen hat, wenn ihr sagt, das war nix, dann auch gerne einen Daumen nach unten. Freue mich aufs Feedback. In diesem Fall dann gerne aber auch unten in die Kommentare schreiben, wieso es euch nicht gefallen hat, dass ich da einfach vielleicht beim nächsten Mal etwas anders oder besser machen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!